Ich versuche jetzt, uns mal einen Überblick zu verschaffen, ohne über Ortsnamen zu stolpern. Da oben ist Narva. Das wisst ihr ja noch. Mittlerweile sind unsere Titanen etwa hier angekommen. Und sie wollen ja nach Veliki Novgorod am 4. Diese Strecke hier ist in etwa die Fahrstrecke. Es wird aber von der Zeit her eng. Deswegen werden sie wohl morgen ein Stück mit LKWs transportiert werden. Und zusätzlich, um die ganze Sache noch spannender zu machen, sind sie heute mit Autos an einen ganz interessanten Ort transportiert worden. Irgendwo hier, in ziemlich großer Entfernung zu den Pferden, auf die natürlich jemand aufpasst, ist ja selbstverständlich. Und davon werde ich jetzt berichten. Sehr reichhaltiges Frühstück. Anschließend Abschied und danach macht sich der Trek auf den Weg. Sigrid und Frank aus Brück per WhatsApp. Guten Morgen, gute Fahrt und einen schönen Sonntag. Alles Gute für den Tag. Unsere Fotografen am Wegesrand. Mal eine musikalische Einlage. So klingt momentan der Glockenwagen. Es ging heute durch lange anhaltendes, mooriges Waldgebiet. Historische Holzhäuser, teilweise schief und krumm, aber sie fallen nicht um. Die Häuser auf der einen Seite historisch, auf der anderen Seite Plattenbauten. Der Bezirk wechselt, das heißt, unser Begleitschutz der letzten Tage verabschiedet sich und der neue fängt seinen Dienst bei uns an. Endpunkt für heute und mal wieder totale Aufregung bei den Kindern. Wir haben gesammelt für unsere treue Begleiterin Wanda. Sie ist von ihrem Betrieb für die ganze Zeit freigestellt worden. Wieder hat der Schmied Arbeit. Heute reicht das Gas für seinen Ofen nicht. Darum ist Kaltschmiede angesagt. Naja, und da sich Achim das Vertrauen des Schmieds verdient hat, darf er gleich mit anpacken. Gretel, ich durfte dem Schmied das Werkzeug reichen. Morgen wird verladen, um die fehlenden Kilometer einzuholen. Die Armee hilft bei der Bewachung und dem Transport der Wagen. Dann brach plötzlich die Verbindung ab und dann folgte diese Information.
Wir sind jetzt 60 Kilometer von den Pferden entfernt und stehen vor dem Objekt. Das ist jetzt die Sache, wo sie übernachten wollen. Es ist jedenfalls aufregend, toll, irgendwie auch ungewiss. Bewacht mit Waffen, dass man doch schlucken muss, wenn irgendwo im Wald die Tore hinter einem zugehen. Und dann diese Überraschung. Alles unberechtigt. Empfangen die sehr hohen Gäste. Wir sind im Gästehaus der russischen Zentralbank untergebracht.